moin Leute und herzlich willkommen. Das Video wird doch kürzer als ich dachte, denn ich mache ein Unboxing und ich habe es zweimal verkackt. Egal. Ich habe hier den Synchrotron von meinem Bruder quasi zum Testen bekommen. Ich darf ihn hier auspacken, habe ihn schon ein paar Mal auspacken, ich habe ihn auch draußen gelassen, denn das ist die Verpackung. Da drinnen ist jetzt nicht ganz so viel. Ich muss mal kurz gucken, ob ihr auch alles seht. Ne, seht ihr nämlich nicht, denn ich habe die anderen Controller nämlich liegen und stelle das hier noch mal ein bisschen um. Genau. So. Das wäre quasi die Umrandung dafür. Hier ist dann normalerweise der Steam-Controller drin, den ich natürlich jetzt schon ausgepackt habe. Hier haben wir dann quasi ein Dongle drin. Die Batterien. Dann haben wir hier einen Standfuß drin. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, das hier nochmal hier rauszuziehen. Ein Standfuß, da kann man quasi hier das Kabel, das andere Ende in den Rechner stecken und dann kann man quasi immer per Kabel, wenn es schnell am Mann geht, muss man nicht hinterm Rechner kriechen, weil ihr kennt das alle, der Rechner ist meistens unten auf dem Boden und ein USB meistens hinten, damit sie vorne nicht rumnerven. So geht man dann das Ganze. Hier ist auch ein Kabel dabei, ist wie gesagt eins zu wenig, das müsste man sich dann quasi alles nachkaufen. Man kann den Controller aber auch direkt anschließen. Nichtsdestotrotz packen wir das hier wieder rein und worauf ich natürlich jetzt warte ist, warte mal, jetzt hat er die ganze Verpackung aufgemacht und wo ist der Controller? Der Controller habe ich natürlich schon raus. Der Controller ist nämlich hier, meine lieben Freunde. Das ist der sogenannte Steam Controller. Ich sehe gerade, es ist ein bisschen dunkel, aber ich denke, ihr seht trotzdem alles. Hier haben wir nämlich zwei Touchfelder, ein Analogstick, die Buttons sind genau gleich wie beim Xbox One Controller oder beziehungsweise Xbox 360 Controller. Jeder weiß, Windows unterstützt nun mal mittlerweile fehlerfrei den 360 Controller und den One Controller fehlerfrei. Früher brauchte man noch gewisse Treiber und den Rumble Treiber. Ich weiß jetzt nicht direkt, ob der Rumble drin hat. Es fühlt sich nicht so an, als hätte der Rumble drin. Der ist nämlich ziemlich leicht. Aber wir können es gleich mal angucken. Ich bin der Meinung, nein. Ich würde mich so zu 80% festlegen. Wie gesagt, hier haben wir einen Analog. Dann haben wir hier diesen sogenannten Home-Button. Der ist ja hier mittlerweile schweinebeliebt. Der ist ja überall heutzutage dabei. Bei jeder Xbox-Controller und jedem PS4-Controller gibt es einen Home-Button. Damit kann man dann halt dieses Quick-Steam, oder wie es glaube ich heißt, dann sofort wieder rein. Also das Spiel raus, wieder rein, raus. Dann haben wir hier die Start- und Select-Tasten. Heißen ja mittlerweile nicht mehr Start- und Select. Hier ist es ja bei PS4 Option und Share. Und hier sind es halt diese komischen, ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Warum hat man sich einfach bei Starten so weggelassen? Kein Blassen, Dunst. Macht hier nichts. Ich denke mal, das wird hier Start- und Leertaste sein. Man kann die Tasten aber alle selber belegen, wie man möchte. Auch das Touchpad oder so. Aber darauf komme ich dann im nächsten Video. Da werden wir das Ding nämlich im Praxistest mal nämlich ein bisschen besser testen. Dann haben wir hier schön Klavierlack. Finde ich an sich immer eine ganz nette Sache. Problem ist immer nur, sehr schnell Fingerabdrücke. Es sieht immer sehr edel aus, macht aber Riesenschweinerei. Er ist auch sehr, er hält sich super gut in der Hand. Ich habe auch schon getestet vorhin. Ich habe schon sehr große Hände und bei X wird es halt schon knapp. Das, also ich werde die gleich Pro- und Kontra-Sachen gleich hinweg von der Leber weg sagen. Denn wie gesagt, das finde ich ein bisschen arg weit weg. Für kleine Hände vielleicht nicht ganz toll. So kommt natürlich überall gut ran. Vielleicht stört hier noch das Touchpad hier in der Seite, aber das ist großes Meckern auf hohem Niveau, denke ich mal. Ich weiß ja gar nicht, wie oft man dann die Tasten wirklich braucht. Muss man sehen. Dann haben wir hier vorne zwei Bumper und zwei Trigger. Die sind so nicht gekennzeichnet, wie bei anderen. Hier ist es ja L und R, 2 und 1. Hier ist bei Xbox ist es halt LT und RT, glaube ich. Rechter Trigger, genau. Ja, auch hier hat was Besonderes. Hier ist nicht einfach nur ein Trigger. Vorneweg muss man sagen, der Weg ist kürzer als bei den anderen Controllern. Der ist hier auch ein bisschen länger. Hier ist er weiter. Der hat ja noch diese Vibration, leider momentan selten unterstützt, sogar selber von Microsoft nicht. Und hier haben wir das Touchpad, das wird auch mittlerweile so gut wie gar nicht mehr benutzt. Aber es geht ja auch nicht um das Touchpad, es geht einfach um den Trigger. Denn hier, der Weg ist ziemlich kurz. Muss jetzt nichts Schlimmes sein, ist vielleicht für Rennspiele nicht das Beste dann, weil umso länger, umso genauer kann man halt Gas und Bremsen. Man hat ja aber am Ende
einen Anschlagpunkt, wie beim Automatikwagen. Das heißt, wenn ich hier drücke, dann ist hier oben ein Ende. Und wenn ich dann noch mal ein bisschen fester drücke, dann haben wir noch mal einen Knopf, einen Button. Ob man das irgendwie sinnvoll einsetzen kann, zum Beispiel beim Shooter zum Beispiel, mit anvisieren, dann abfeuern oder irgend so etwas, wer weiß. Oder beim Automatik, dass man dann einen Kickstart machen kann oder nicht, aber beim Automatik, wenn du keine Simulation spielst, hast du immer voll Gas. Gut, dann haben wir hier vorher den Anschluss für das Mikro-USB-Ding ins Köchchen hier vorne, ich weiß gar nicht, das sieht ihr, ne? Ja. Und dann haben wir hier hinten die Besonderheit noch, dass die Back-Tasten haben, wie quasi der neue Elite-Controller von der Xbox One. Der hat quasi vier. Hier habe ich zu bemängeln, ich finde das an sich eine coole Idee, sehr geil. Ich finde die Tasten, zwei Sachen gefallen mir daran nicht. Erstmal ist sie ziemlich groß, was an sich ja nicht schlimm ist. Das Problem ist aber, dadurch, dass ich eine große Hand habe und wenn er richtig liegt, dann komme ich hier hinten automatisch ran. Das heißt, wenn ich spiele und mich ein bisschen bewege, dann komme ich vielleicht, muss jetzt nicht sein, aber man könnte vielleicht ungewollt auf diese Tasten kommen. Wie damals bei Vita hinten mit dem Touchpad. Das war ganz ätzend bei FIFA. Also wenn du hinten drauf drückst, hat er automatisch geschossen, weil das hintere Touchpad das Tor imitiert hat im Endeffekt. Aber sich lassen die sich super geil drücken, haben einen richtig geilen Druckpunkt, geht nicht zu schnell, wie gesagt, nur hier. Aber kann natürlich auch, das Schlimme ist, wenn du auch hier drückst, drückst du auch automatisch. Deswegen hätte ich vielleicht besser gefunden, wenn die Tasten separat gewesen wären. Man hätte dann vielleicht noch Merchandise anbieten können, wie zum Beispiel gummierte Backtasten oder farbige Backtasten. Weiß man nicht. Vielleicht kommt da noch irgendwie was. Ist ja nun nicht vor der Welt. Mal gucken. Da können wir hier einfach mit diesem Klicker hier. Wahnsinn, oder? Macht man die Klappe auf und hier an der Seite kommen dann quasi die Batterien rein. 2 AA Batterien. Es soll eine ziemlich lange Laufzeit haben. Und zu verdanken ist das wahrscheinlich mich auch, weil ich sehe hier nichts. Keine Rumble-Motoren. Muss man jetzt nicht haben. Finde ich aber an sich immer eine ganz nette Sache. Aber ich denke mal, umso öfter man spielt, umso seltener fällt einem das Rumble irgendwann auf. Und hier ist kein Rumble zu sehen. Er ist an sich ziemlich leicht, ich muss aber sagen, ich denke mal, mit Batterien ist er zu vergleichen mit dem Xbox 360 Controller. So, an sich ist er wirklich astrein verarbeitet. Man hört hier echt nichts knarzen. Also ich mache es hier nicht mit voller Gewalt, ne? Aber ist wirklich super schön verarbeitet, liegt super gut in der Hand an sich. Ich meine, mittlerweile sollte jeder große Entwickler einen Controller bauen können, der gut in der Hand liegt. Was natürlich der im Praxistest dann wirklich bringt, sehen wir dann. Denn man kann ihn wirklich frei programmieren. Ich stelle es einfach mal hier so hin. Sieht man da noch was? Ja, das ist ganz okay. So. Wie auch immer. Ich werde mir da so ein Strategiespiel mal raussuchen, mal gucken, ob ich einen Ego-Shooter habe oder einen Third-Person-Shooter und Beaten Up und gucke mal, wie er sich denn schlägt. Ich bin der Meinung, es ist eigentlich nur so ein Sofa-Pad, dass man halt, wenn man keinen Bock hat, irgendwie am Rechner zu sitzen, dass man mit dem Steam Link dann das Ganze ins Wohnzimmer ballert und dann halt ganz bequem seine Strategiespiele oder Diablo mal zocken kann, denn mit den Touchpads müsste das ja einwandfrei funktionieren. Werden wir dann aber mal sehen. Ich bin euer Uschi, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Einblick bringen, was den Steam-Controller angeht. Ich denke mal, dass der Product 2K auch noch eins machen wird, denke ich mal. Vielleicht hat er noch ein paar andere Sachen zu erzählen. In diesem Sinne, ich bin euer Uschi, wir sehen uns beim nächsten Video mit dem Controller, wenn ich den noch weiter ein bisschen behalten darf. Denn denke mal, mein Bruder ist selber scharf drauf, das Ding mal zu testen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ohne euch bin ich nichts. Haut rein.